eine kleine Rezeptur zum selber Tomatentrocknen vor. Eine tolle, pfiffige Idee und besonders schönes Geschenk für Freunde. Also, nachkochen. Für selbstgetrocknete Tomaten brauchen wir natürlich Tomaten, Kräuter, frischen Knoblauch, ein bisschen frisches Basilikum und natürlich Olivenöl. Das alles habe ich mir hier schon mal zusammengestellt. Einen gut funktionierenden Backofen solltet ihr auch noch euer eigen nennen. Ich persönlich mag am liebsten so ein bisschen Strauchtomaten, die sind ein bisschen fester vom Fleisch. Und ganz wichtig hierbei, immer dieses Wachstumsgrün rausschneiden, getrennt ablegen. Voraussetzung ist natürlich, haben wir vorher gemacht, Tomaten waschen. Dann am besten vierteln und jetzt kommt das nennt man dann das Kerngehäuse rausschneiden. Ganz simpel, einfach mit dem Messer unten ran, schön sauber und auf die Schale legen und direkt aufs Backpapier. Das Ganze ist eine kleine Fingerübung, das heißt, wenn ihr mal sonntags morgens aufsteht, habt ein bisschen Langeweile, dann ist das genau das Richtige. Ja? Backofen sollte nachher vorgeheizt sein, so um die 100 Grad, nicht zu viel. Wenn möglich, einen Holzlöffel dazwischen stecken oder sowas, weil aus der Tomate tritt natürlich unheimlich Feuchtigkeit aus. Diese Feuchtigkeit wollt ihr nicht wieder auf der getrockneten Tomate haben, deswegen sollte die einfach dem Backofen entweichen. Jetzt höre ich schon im Hintergrund Leute unken rufen, 3 bis 5 Stunden bei 100 Grad, meine Fresse, das braucht aber Energie. Naja, es braucht ein bisschen Energie, aber wenn ihr ein großes Blech macht und 2 große Gläser voll habt, habt ihr mindestens ein Glas zum Verschenken und das ist doch eine gute Tat und deswegen könnt ihr das ruhig mal machen. Die tollste Sache ist natürlich, dass man mit den Abgängen, die man sonst normalerweise hätte, das heißt also mit dem Kerngehäuse, auch noch was machen kann, aber das in einem kleinen gesonderten Trick. Okay, ich schnibbel jetzt mal. Tja, so langsam wird das Blech voll. Okay, jetzt sollte das Ganze noch ein bisschen gesalzen sein. Ihr könnt grobes Salz nehmen, wenn ihr da habt. Ansonsten das, was gerade greifbar ist. Ja? Bisschen oben rein, dass jeder etwas abbekommen hat. Das ist das Wichtige dabei. Nicht zu viel. Ja? Osmotische Wirkung, das heißt, das Salz zieht ja ein bisschen und deswegen ist es ganz gut für das Aroma nachher. So, jetzt habt ihr hier einen schönen wilden Busch Rosmarin. Den könnt ihr so mit da drauf werfen, dass überall ein bisschen was hinkommt. Wichtig ist, dass er ganz, ganz frisch ist. Ja, wenn möglich, irgendwie bei euch aus dem Topf zu Hause oder vom Nachbarn. Schöne Begegnungen auf dem Balkon. Und das Ganze schön hier rein. Frischer Thymian, unumgänglich, um die ganzen mediterranen Aromen hier rauszuholen. Den würde ich aber gerne gezupft runter haben, damit überall so eine Kleinigkeit rankommt an die. Ich zeige es hier nochmal, einfach unterstreifen. Ja. Locker. So, und normalerweise macht es ja so, dass das ganz trocken werden soll. Ich persönlich als Tipp mache immer ein ganz klein bisschen Olivenöl dran, weil ich mag diesen Schmelz und sie werden danach ja nochmal in Olivenöl eingelegt. Also kann nur gut sein. Etwas drüber träufeln lassen. Oh Gott, das müsstet ihr jetzt mal riechen. Und das geht jetzt bei 100 Grad für 3 bis 5 Stunden, bei mir 5 Stunden, in den Backofen. Und wie erwähnt, einfach den Holzlöffel oben rein, dann kann nach oben hin die Feuchtigkeit aus dem Backraum einweichen. So, flugs sind die 5 Stunden um. Ich finde, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Damit die Tomaten jetzt natürlich auch haltbar gemacht werden, habe ich hier unten schon mal, ich zeige das auch gerne noch einmal, etwas Knoblauch in Olivenöl gegeben, fein geschnitten. Ich persönlich stecke immer noch ein bisschen frischen Thymian mit rein. Und ganz wichtig, damit das Ganze noch ein bisschen Kick bekommt, wow, einfach noch ein kleines Strauß Basilikum mit da unten rein. Und jetzt wandert ihr mit dem Löffel übers Pergament. Dieser Geruch. Ihr müsst wirklich entschuldigen, aber ich werde mir ein bisschen was auf dem Blech liegen lassen zum Direktverzehr.
Okay. Auffüllen mit bestem Olivenöl. Gerne nochmal ein Blättchen drauf. Kann also Basilikum sein oder vielleicht sogar noch ein bisschen Thymian. Ja. Und dann verschließt ihr dieses kleine Wegglas und stellt es am besten direkt kühl. Schönes Präsent oder zur Verwendung als schöne Pasta-Beilage. Natürlich gut zum Salat oder einfach angedrückt zu geröstetem Brot. Mmh, lecker! Viel Spaß beim italienischen Genießen!